Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Jo, lange ist es her. Ich habe gar nicht mehr geguckt, wie lange genau, aber viel zu lange. Und endlich habe ich wieder Internet und kann auch The Secret World spielen. Und ich mache mich mal ein bisschen bequem hier. So, in meinem schönen neuen Zockerzimmer, in meiner neuen Wohnung. Huch, knickt mir das Mikrofon gerade schön ab. So. Jo, und ihr seid wieder mit dabei bei The Secret World und ich kann das Ding gar nicht hier mehr. Ich habe jetzt so lange nicht gespielt, irgendwie, wir werden jetzt zusammen irgendwie wieder entdecken, wie das Ganze geht. Ich habe ja im Rejoin, das hat erstmal eine halbe Stunde Updates gezogen. Oh, und das haben wir schon geholt. Sehe ich hier gerade, Licht im Himmel. Machen wir auch direkt mal. Und ich bin rejoined und hatte direkt hier zwei Zombies vor dem Visier. Und musste die erstmal kaputt machen. Hat aber geklappt soweit. Was ist denn mein, unser Hauptauftrag hier? Dämmerung der Nacht. Was müssen wir hier machen? Lady Margaret untersuchen. Okay, nee, das machen wir noch nicht. Flaschenpost. Da müssen wir zurück. Ah, okay. Dann machen wir das zuerst. Hier ist doch bestimmt auch irgendwo einer. Wenn ich die. Da ist er. Der dreckige, ertrunkene Bürger. Gucken wir mal, einfach noch wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir hatten ja unsere Fähigkeiten ein bisschen umgestellt. So. Läuft. So, jetzt haben wir hier, haben wir irgendwie unsere. Zeug ist irgendwie verliehen. Geht das noch? Können wir nicht mehr benutzen? Okay. Ich habe auch irgendwie gelesen, es soll irgendwie was passiert sein zwischendrin weil sich einiges getan haben in der Welt von The Secret World. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gemerkt, aber vielleicht, wenn wir das zusammen erfahren. Wir sehen noch gleich aus und so weiter. Hier unser XP-Trank, den können wir irgendwie nicht mehr nehmen. Aber gut. Da hinten steht noch ein Typi. Mal ein bisschen hier einen Heilschuss raushauen. Ah ja, da waren diese komischen Granaten. Ja, genau, die war cool. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, welche Skillung und so wir gehen wollten am Ende. Ich habe mir natürlich auch unsere Videos, meine Videos nicht angeguckt. Das werde ich vielleicht demnächst mal nochmal machen. Irgendwie nochmal die letzten Teile dazu nochmal durchlesen. Das heißt durchlesen, nochmal angucken. So, und erstmal müssen wir hier ein bisschen Erfahrungspunkte weiter sammeln. So, und ja, es wird schon alles wieder. Ich bin da zuversichtlich. Ich bin jetzt halt nur erstmal. So. Jo, läuft. Zombies haben uns nichts entgegenzusetzen. Ah ja, genau, hier, das war dieses coole Zeugs. Ah ja, genau, und dieses Verlangsamungszeug. Damit wollten wir eigentlich immer anfangen. Okay, das muss ich mir jetzt nochmal merken. Das war irgendwie der hier, ne? Vorrücken verlangsamen, okay. Ja, langsam kommt alles wieder so ins Gedächtnis. Ah ne, das hier war das. Über dem Gesetz, oder? Ja. Zap. Nee, war doch der andere. Der war's. So, jetzt konnten wir hier den so richtig eine reinjagen. Ah, ich wollte noch zurückspringen, aber es ging nicht mehr. Aber gut, hat uns jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Vielleicht sollen wir mal sprinten wieder einschalten. Hier vorne müssten jetzt auch Gegner kommen. Jo, also ich bin umgezogen.
wer mein Plants vs. Zombies Video von gestern gesehen hat, oder von, ich weiß gar nicht, wann es hochgeladen wird, der sollte wissen, wie das jetzt hier alles vonstatten geht. So. Und, ja, es hat alles ganz gut geklappt. Haben alles rübergekriegt. Neue Möbel haben wir komplett, also eigentlich fast komplett neue Möbel. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit meiner Freundin zusammen auch ein eigenes Schlafzimmer habe. Sonst haben wir im Wohnzimmer immer auf so einer Couch gepennt. Das ist schon, hat schon seine Vorteile. So, hier haben wir erstmal einen Bericht. Oh. Ein bisschen KP einsammeln. So, und dann machen wir auch den anderen Auftrag und auch direkt. Hier ist noch so ein Voodoo-Buch-Auftrag, den nehmen wir uns auch mit, glaube ich. Denn wenn wir schon mal da sind. So, der führt uns da hinten wieder zurück. Okay, dann hoffen wir jetzt. Wir müssten ja relativ wenig Gegenwehr jetzt hier haben. Wir haben ja eben alles kaputt gemacht. Es sei denn, die sind jetzt so schnell schon wieder respawned. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ah, jetzt fangen sie ja wieder an zu respawnen. So, hier in. Hier ist. Hier. Ah ja, hier sind. So, Erdmischung haben wir beschafft. Jetzt müssen wir noch Kürbissamen und trockenen Sand beschaffen. Jetzt müssen wir hier schon wieder alles platt machen hier. Okay. Zack. Und. Falschen. So, hier mal den Heilschuss nehmen. Ein bisschen eine Salve raushauen. Haben wir noch einen Ring gefunden. Okay. Was macht der? Irgendwas Tolles? Angriffswert, kritischer Trefferwert? Oh, nö. 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 Das können wir dann mal irgendwie zurücktun. Das bringt ja nichts mehr anscheinend. So. Hier irgendwie alles, was schlechter ist. Was haben wir das alles hier noch drin? Krasse Sache. Okay. Alles noch da drin. Wie dem auch sei. Okay. Zeug. So. Was macht denn das hier eigentlich nochmal? Erzeugt einen Effekt mit Wirkungsbereich, der 6 Feinde in einem Radius von 5 Metern um den Zielpunkt herum betrifft. Und zwar jede Sekunde, ja bla. Baut Ressourcen auf. Ah ja, und macht Beeinträchtigen. Ja, gut. Ist eher was gegen Massen. Komm mal hier rein. Das ist viel schöner für dich. Und wieder habe ich es nicht geschafft, rauszuspringen. Ja, 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 ja. Wir kommen jetzt greifen wir mal nicht alles hier an. Das ist ein bisschen doof. Na gut, dann haben wir jetzt trotzdem gepult. Dann ganz toll, super gemacht, Koali. So, diesmal nicht. Haha. So. Ja, wir waren ja umgestiegen von Klauen auf Pistolen.
Ja, gut, also diese ganz stinknormalen Zombies, die haben ja nichts mehr zu melden gegen uns. Dafür müssen wir ein bisschen näher ran. Und damit noch in unserer Reichweite. Es läuft schon. Ist schon ganz cool. Hüpf, ah, hier ist der Sand. In einem Sandkasten natürlich. Wo soll man auch sonst trockenen Sand herbekommen? Ja, ja. Ja, ja! Die Jugend von heute. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Müsst euch mal den Vampire the Masquerade Stream vom Meister Umbreon angucken. Dann werdet ihr auch wissen, wen ich gerade nachgemacht habe. So. Nein, hier rein. Ah! Hier rein, Leute. Hier rein, hier rein. Oh, was ist denn das für komische Grafikzeugs? Grafikfehler hier. Abgetrennte Hand. Oh, einen können wir noch annehmen. Nehmen wir mit. Eric und Mindy in Liebe gebunden. Okay. Aber erstmal müssten wir hier hin und Kürbisse holen, ne? Zack. Okay. Und das war das, ne? Ein großes offenes Feuer finden, das ist da hinten. Okay. Laufen wir nochmal zurück und wieder hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Naja. Ist ja auch hier so ein Multiplayer online Gedönse. Jo. Abgeschlossen. Senden wir Bericht. Oh, da gibt es wieder was Lustiges. Die Albtraumgasse füllt sich immer mehr. Siehe dir die Schlange an. Komm und sieh dir an, wie die Monster sich durch die Zeit wühlen. Schnell, schnell, schnell! Für diese Attraktion wird ein geringes zusätzliches Entgelt erhoben. Aber es ist kein Dollar, nicht einmal ein Dime, sondern ein kalter Splitter geprägt im Dreck. Erlebe Regeln und Bestimmungen, keine Fotos, bitte nur Notizen, Mindestalter 2 Jahre, siehe die Welt, bevor sie untergeht. Nicht ärgern, weil wir nerven, die Show geht weiter, genau wie sie. Schnell, schnell, schnell. Ja, unsere lieben Freunde im Drachenhauptquartier. Ah, apropos. Tempelkatze. Wo ist die überhaupt? Wo ist denn nochmal die Katze? Oh ja, das erste Mal, dass ich hier wieder einen Mitspieler sehe. Seit wir. So, wie ging das nochmal mit der Katze? Ist hier durchs Sprinten? Hier war das doch irgendwo, ne? Tötet Freunde? Nee, Freunde habe ich keinen. Hier, Begleiter herbeirufen. Ah, Kitty, sehr gut. Läuft. Und was haben wir hier für einen Effekt? Glückstreffer, Weltherrschaft. Aha. Das ist wahrscheinlich, weil meine Fraktion besonders gut ist momentan. Und Sprinten. Wer ist das denn da drüben? Frank Soromir. Ja, der geht auf Gewehr und Schwert und ist ein jemand, der nicht zu meiner Fraktion gehört. Ich weiß gar nicht mehr zu welcher. Ich glaube, zu den Illuminaten gehört hätte. Ne? So, wir machen jetzt hier ein Licht am Himmel. Na, ein Licht am Himmel. Und müssen dann da unten hin. Das ist ja ganz lustig, weil da müssen wir hier mitten durch die ganzen Zombies durch. Die Feiger sind es ja eigentlich. Sind Feiger, keine Zombies. Was denn? So, komm her. Zack. Du kommst gar nicht erst bei mir an, Junge. Klauen. Ja, von mir aus gibt es mir Klauen. So.
bist du denn für eine? Feiger Meeresufer. Hier, nimm das. Ja, das ist außer Reichweite. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen jetzt, dass, weil die das Gewehr und die Pistolen unterschiedliche Reichweiten haben. So. Wo müssen wir jetzt hin? Da ganz hinten hin. Dann laufen wir hier mal um die Ecke. Und wir sind eigentlich ganz gut gegen gegen einzelne Ziele. Wenn irgendwie viele kommen, dann war es das schnell für uns. Da haben wir schon wieder irgendwie so einen Inkubator gezogen. Ah, wir haben eine ganze Horde gezogen. Ah, Hilfe! Na, komm her. Nee, Junge. So haben wir nicht gewettet. So. Puh. Das war knapp. Alles schön mitnehmen hier. Gehen wir jetzt unten lang? Ja, wir gehen unten lang, ne? Hoffen wir, dass hier weniger Gegner sind. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ja. Die Katze kann sogar unter Wasser laufen. Wer ist gerade gesehen? Die ist einfach verschwunden. Naja, okay. Na, solange die so weit weg sind, ich glaube, im Fernkampfduell hat die nichts zu melden gegen uns. Die auch noch. Ja, natürlich pullen wir dann alle möglichen anderen. Ja, der hält ordentlich was aus. So, da haben wir jetzt hier. Und zack. Muss ein bisschen den Heilschuss auspacken. So, und sie, Mister. Können uns auch nicht platt machen. Mein Inventar ist voll. Kann ich mir denn leisten, mein Inventar zu erweitern? Ja, kann ich mir leisten. No problemo. Was haben wir denn hier gefunden? Irgendwie so ein komisches Buch. Ja. Was erzählst du mir da? Schar-e-Huk. Sprich doch eine Sprache, die ich verstehen kann, wenn du mit mir redest. Schon wieder eine Waffe gefunden. Und wieder eine, die wir nicht nutzen. Wir müssen jetzt an den beiden vorbei. Ziehen wir dadurch nicht mehr 1000. Ah, natürlich ziehen wir die anderen. Das war so klar. Ja, ich bin nicht mehr rausgekommen. Der Kerl muss jetzt auch dran glauben. Das kriegen wir schon hin. Bisschen hier mit dem Heilschuss noch arbeiten. Was haben wir hier gefunden? Ausweichen wert. Ja, nee, das brauchen wir alles nicht, Jungs. Und Mädels da draußen, sowas können wir nicht gebrauchen. Momentan zumindest nicht. So, jetzt umgehen wir hier mal diese komischen Schoten oder was das hier sein soll.
Laufen hier außen rum. Komm, den. Natürlich läuft er da sofort raus. Oh. Ja, kommt noch so ein Dicker dazu. Ja, wir haben es ja, ne? Wir brauchen ja. Aua. Ja, läuft doch. Erfahrungspunkte können wir gut gebrauchen. So, hier. Zack. Bam. Und das hinterher. Tussi ausgebrütet worden. Und hier hinter uns ist auch jemand, der uns ins Leder will. So, die ist hin. Für diese komischen Schoten 400 Erfahrungspunkte, das ist ja krass. Heftig. Hallo du. Hallo sie. Darf ich sie mal hier an die Beke titten? Amulett. Gucken wir uns das so mal an. Ja, nee. Ist nichts super Gutes. So, einmal hier rüber gehopst. Schön mal ausnahmsweise mal versuchen, ein paar Leuten auszuweichen. Natürlich klappt das nicht. Ist schon down. Jetzt habe ich wieder aus Versehen auf irgendeine Schote geschossen. Ja, es hat auch ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. So. Jetzt warten wir eben noch, bis das wieder benutzbar ist hier. Zack. Bam. Falsche Richtung gelaufen, natürlich. Ja, wir müssen uns das hier alles noch so ein bisschen wieder dran gewöhnen, wie das ganze Spiel hier funzt. So, und der dritte Anzündungspunkt. Und dramatische Musik. Warum eigentlich? Niemand weiß warum, aber es ist dramatische Musik. Der alte Mann und das Meer. 100 Drauchs töten. Ja, kein Thema. Kriegen wir hin. Fort mit dir. So, jetzt hoffen wir, dass wir den. Ah, da ist noch so ein Typi. Oh. So, jetzt können wir aber da, glaube ich, vorbei. Da ist schon der nächste.
Das funktioniert doch alles super. Also jetzt hier vorbei. Und da hinten ist jetzt gleich schon die nächste Rakete, die wir zünden müssen. Aber erst müssen wir noch an dir vorbei. So, Pistolenschüsse und weg ist er. Ja, wir sammeln hier ordentlich Erfahrungspunkte in dieser Folge. So. Und zack. Oh, und noch eine fünfte Rakete abschießen. Na ja, gut. Versuchen wir mal hier oben lang zu gehen. Das kennen wir ja schon, dass das hier ganz gut funktioniert. Boah, wen habe ich denn hier also gezogen? Oh, meine Güte. Und warum hat der Jump nicht... Drei Leute? Leute. Alles Punkte und anscheinend sind wir stark genug, dass es uns hier nicht viel ausmacht, auch so ein paar Leute zu ziehen. Aber mit Blick auf die Uhr und unsere Folgenlänge beeile ich mich jetzt hier mal. Oh, ich wollte den nicht ziehen, bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Aggressivität der Monster ein bisschen erhöht haben, als ich weg war. Bisschen hier Heilschuss. Direkt auf den nächsten. Und weg ist er. Der möchte doch bestimmt jetzt auch noch gehen. Läuft er hin? Wollte der weglaufen? Das wäre der erste Zombie, der von seiner Beute wegläuft. Komm, den müssen wir auch noch wegmachen hier. Ja, natürlich ziehe ich wieder beide. Hier, zack. Drei Stück, ja, braucht man nicht. Lange drum rumreden. Hier. Schon noch ein KP gekriegt. Und die letzte Rakete. Zum Morning Light Lager gehen. Meine Güte, das ist aber jetzt eine ganze Ecke weit weg, ne? Naja, wisst ihr was, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Wir gehen beim nächsten Mal zum Morning Light Lager und einmal aufstehen. Oh. So, und cool, dass ich wieder da bin und das coole Spiel hier wieder spielen kann mit diesem coolen Gesichtsausdruck. Moment, ich brauche ja noch ein Thumbnail. Mit diesem coolen Gesichtsausdruck verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal im Morning Light Lager dann. Euer Koali. Tschüss. Yeah.